Volumen eines Drehkörpers um die y-Achse. Wir haben hier eine Funktion x hoch 2 durch 2 plus 1. Also ich habe es zweimal aufgeschrieben, f von x gleich x hoch 2 durch 2 plus 1. Also wenn x 0 ist, sind wir bei 1. Das ist eine x hoch 2 Kurve. Eine Parabel geht so. Und zwischen 0 und 2 zum Beispiel ist der 0 und sagen wir, dass hier 2 ist. 0 und 2. Das bedeutet, dass dieser Teil rotiert um die y-Achse. Es ist ja symmetrisch, so es ist, geht tatsächlich so. Also wird eine Art Zirkel hier, wo es rotiert. Und diese Zirkelscheibe ist ja wieder ein Zirkel, hat ja den Radius in diese Richtung, einen Radius x. Irgendein x-Wert. Und deswegen ist ja auch, also die Fläche für einen Kreis in diesem Fall ist ja Radius hoch 2 mal Pi. Der Radius ist in diesem Fall x, also x hoch 2 mal Pi für jedes x. Und das Volumen ist ja dann dieses Kreis mal sozusagen Höhe, mal an Höhe. Also wenn es eine, wird dann als Scheibe hier, hat die Höhe dann die y. Ist also gleich x hoch 2 mal Pi mal die y. Und das ist das, genau das, was wir dann berechnen müssen. Dann müssen wir alle diese Scheiben hier, also integrieren, entlang der y-Achse. So, das Volumen ist also Pi, Pi ist ja eine Konstante, Integral, in diesem Fall zwischen 0 und 2 in diesem Beispiel, von x hoch 2 dy. Das ist x hoch 2, Entschuldigung, ich habe da einen Fehler gemacht, es ist nicht zwischen 0 und 2, wieso nicht? Das sind ja die x-Grenzen. Wir müssen schauen, zwischen welche y-Grenzen ist es. Da kann man schauen hier, dass wenn x 0 ist, also y, wenn x gleich 0, sagt er dann, dass y ist ja gleich f von 0 ist gleich 0 plus 1, ist gleich 1. Wenn x 2 ist, also f von 2 ist gleich 2 hoch 2 durch 2 plus 1. Gleich 2 hoch 2 ist 4, 4 durch 2 ist 2, 2 plus 1 ist 3. Das sind die Grenzen. Wir müssen also hier zwischen 1 und 3, 1 und 3, und das sind dann diese Grenzen hier, zwischen y-Wert hier bis y-Wert hier, zwischen 1 und 3. X hoch 2, ja, das müssen wir auch hier lösen. Wir haben ja, dass y ist, also y ist gleich x hoch 2 durch 2 plus 1. Wenn wir minus 1 auf beiden Seiten machen und dann mal 2 auf beiden Seiten, dann bekommen wir, dass x hoch 2 ist gleich y minus 1 und das mal 2. Oder einfach rein multiplizieren. Müssen wir auch nicht. Genau. Und normalerweise würden wir vielleicht für x lösen und dann x hoch 2 reintun. Aber jetzt haben wir x hoch 2 direkt in der Formel. Also wir haben das sofort. Wir können also das hier direkt für x hoch 2 einsetzen. Das ist sozusagen unser Radius hoch 2. So, in diesem Beispiel ist ein Integral trotzdem 3 muss es sein, zwischen 1 und 3 von x hoch 2. Aber wir haben x löst aus x für x lösen müssen, die Funktionswert. Das ist also, okay, Pi habe ich vergessen, mal 2, mal y minus 1 dy. 2 können wir auch davor tun. Wir haben also 2 mal Pi mal, dann das hier integrieren, y hoch 2 durch 2 minus y zwischen 1 und 3. Und dann einsetzen, also 2 Pi
mal, wir setzen 3 ein, 3 mal 3 ist 9, also 9 halbe, minus 3, minus, wo wir 1 einsetzen, 1 ein halbe, also minus 1 halbe, setzen auch da 1, minus 1, ist dann gleich, einfach nur mathematisch hier. Wir haben also 2pi mal 9 halbe so, ja, schreiben wir wieder hin, 9 halbe minus 3 minus 1 halb minus minus ist 1 plus 1. Das alles wird, ich mache es jetzt ein bisschen schnell sozusagen, ja, wir können 2 hier rein multiplizieren, jetzt wird es einfacher, Pi mal 2 mal das, dann haben wir 9, 3 mal 2 ist also minus 6, minus 1, und dann 2 hier rein multiplizieren, plus 2 ist gleich Pi mal 9 minus 6 ist 3, 3 minus 1 ist 2, 2 plus 2 ist 4, also Pi mal 4, Einheiten hoch 3, oder wenn wir es berechnen, wird es ungefähr 12,566 und so weiter Volumenseinheiten. Die Einheiten, da muss man schauen, okay, was steht auf der, also wenn es ein Anwendungsbeispiel, dann haben wir hier vielleicht irgendwas mit Meter oder sowas, damit es dann, und mit einem Volumen wird es ja dann, Kubik, da Quadratmeter mal Meter, Kubikmeter zum Beispiel oder Kubikzentimeter oder so. Aber es ist immer noch dasselbe, dass wir haben einen Radius sozusagen, das wird hoch 2, in diesem Fall x hoch 2 und wir müssen x als Funktion von y stattdessen entlang der y-Achse integrieren.